Nein, 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 Börse ist doch kein Casino, meine Damen und Herren. Oder doch? Nein, es ist viel schlimmer als ein Casino. Denn in einem Casino, da sorgt die Bank dafür, die Spielbank dafür, dass die meisten Spieler verlieren. Sonst hätte sie früher oder später ein Problem. An der Börse sorgen inzwischen die Notenbanken, dass die meisten Spieler gewinnen, die meisten Zocker gewinnen. Warum? Weil sonst die Zocker nicht mehr so reich sind auf dem Papier. Und wenn sie nicht mehr so reich sind, dann konsumieren sie nicht mehr so stark. Und wenn sie nicht konsumieren, dann ist eine Wirtschaft wie die amerikanische eben nicht mehr wirklich lebensfähig. Also, was macht die Notenbank Fed? Sie pumpt weiter Geld ins System, obwohl die Inflation uns fast schon um die Ohren fliegt, obwohl der Arbeitsmarkt, anders als Jerome Powell behauptet, längst bei Vollbeschäftigung ist. Alle, die arbeiten wollen, die kriegen Arbeit. Das ist der Zustand in den USA. Aber es wird so getan und gehofft, dass eben diese Inflation zurückkommt, damit man jetzt nicht den Schmerz zufügen muss, den man früher oder später so oder so zufügen muss. Denn es gibt kein System, wo alle immer gewinnen. Das kann nicht funktionieren. Das nennt man ein Ponzi-Schema, also ein Schema, wo diejenigen, die reinkommen, letztendlich profitieren von den anderen, die schon drin sind. Und so geht das Ganze immer weiter, spult sich immer weiter auf und irgendwann fliegt das Ganze in die Luft und dann hat sich herausgestellt, es ist eine große Preisillusion, die da stattgefunden hat. Und dann ist das Jammern groß und dieses Jammern versuchen die Notenbanken weiter nach hinten zu schieben. Dadurch wird der Knall aber immer größer. Und die Blase auch immer größer. Nun wird gesagt, ja, klar, aber wir haben doch gute Unternehmensdaten. Stimmt, ja, die Unternehmen haben es in den USA vor allem geschafft, die gestiegenen Kosten erstmal weiterzugeben. Und sie werden das weiter tun, weswegen die Inflation ja auch nicht sinkt. Und so haben wir jetzt eben die Situation, dass wir beim S&P 500 etwa 4 Standardabweichungen über dem Trend sind, weil immer noch alle rein wollen. Jetzt ist ja die Rede von der Weihnachtsrallye, die kommt ganz sicher, die kommt ja immer. Dementsprechend wollen alle dabei sein. Und da kann ja gar nichts mehr schief gehen eigentlich. Das denken sich auch die amerikanischen Vermögensverwalter hier AIM, da ist man zu 108% im Markt. Man ist also mit komplett all dem, was man hat, plus gehebelt in dem Markt. Das ist einer der höchsten Werte, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben. Alle wollen dabei sein, denn die Notenbanken, die garantieren ja, dass da nichts schief geht. Und so haben wir beim Nasdaq ein Price-Sales-Forward-Ratio, also das Verhältnis zwischen den Preisen, zwischen der Marktkapitalisierung und den zukünftig erzielten Gewinnen, die wir in der Form noch nie, never, ever jemals gesehen haben. Ja, viele Unternehmen aus dem Tech-Bereich haben sehr gute Zahlen berichtet und dennoch sind diese Aktien zu teuer. Das muss man vielleicht einfach klar sagen. Ich spreche nicht vom DAX. Der DAX ist überwiegend nicht teuer. Ich spreche von der überbewerteten amerikanischen Börse und die ist besonders eifrig dabei, Buybacks sich zu genehmigen, also Aktienrückkäufe zu tätigen. Das ist gut für das Management, das davon in der Regel profitiert. Jetzt sind wir bei 1 Billion year to date. Das ist seit Jahresbeginn mit Abstand höchster Wert, der hier jemals erreicht ist. Was passiert dann, wenn die Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen? Sie investieren eben dieses Geld nicht in zukünftiges Wachstum, sondern es wird hier und jetzt die Zukunft schon in der Gegenwart verkonsumiert, es wird ausgeschüttet, dann können die Leute wieder konsumieren, die Notenbanken sind froh und alles geht seiner Wege und es wird immer weniger Aktien geben, wodurch die einzelnen Aktien immer wertvoller werden, was wiederum begründet, dass die Aktienmärkte ständig steigen. Stonks always go up, nicht wahr? Aber wenn man sich mal anschaut, was sind die dahinterliegenden Werte und wie sind die Zukunftsperspektiven, dann trübt sich das eben ein und das ist genau das Problem. Wir sind jetzt hier 147% über dem normalen Trend Growth, wie die Amerikaner sagen, also über dem normalen Wachstum. Das ist alles inzwischen so krass, krasser teilweise als in der Dotcom-Blase, krasser als in der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise sowieso. Und wir sehen jetzt einige Verhaltensweisen an den Märkten, die es schon sehr stark an die Hausblase erinnern. Ja, kurz vor Platzen der Hausblase in den USA, dazu gleich nochmal mehr. Aber gucken wir uns dann zum Beispiel mal die Indizes an. Der Nasdaq hat jetzt 16 der 18 letzten Sessions höher geschlossen, 12% in dieser Zeit gewonnen.
Das ist ein absoluter Rekord. Das ist nur einmal 1999 passiert beim S&P 500. Auch der hat 16 der letzten 18 Sitzungen mit Gewinnen geschlossen, 8% gestiegen. Das ist nur einmal passiert in 2017 und dann davor im Jahr 1990. Und ja, warum passiert das alles? Weil alle wissen, wenn wir jetzt mal das tun, was wir eigentlich tun müssten, nämlich das Auf und Ab eines Zyklus der Wirtschaft zu akzeptieren, wie er normal ist, im Leben geht's bergauf, im Leben geht's bergab. Wenn ich dafür sorge, dass alle nur auf Steroiden ständig irgendwie high sind, und das sind die Aktienmärkte seit der Finanzkrise, dann verhindere ich, dass die Dinge rauf und runter gehen, was aber gesund ist. Dann werde ich Exzesse mal rauspreisen, dann sind die Dinge günstig, dann gibt es wieder Chancen. Jetzt ist alles nur noch extrem teuer und man versucht in jeder Hinsicht irgendwie wirtschaftliche Rückschläge zu vermeiden, weil das würde ja wehtun und den Schmerz, den wollen wir nicht mehr ertragen. Dann hauen wir uns lieber ein paar Schmerztabletten rein. Die gehen zwar ein bisschen auf den Organismus und werden on the long run eben diesem Organismus nicht gut tun, aber wir leben im Hier und Jetzt, also rein damit. Und so hat es Ben Bernanke 2010 paradigmatisch formuliert. Höhere Aktienpreise, die bringen das Konsumentenwohlgefühl nach oben, dadurch wird mehr Geld ausgegeben und das ist doch wunderbar, so muss es sein. Also werden die Aktienmärkte oben gehalten, obwohl die Notenbanken sehr genau wissen, was gespielt wird und dass sie eigentlich agieren müssten und alle spielen mit. Das ist doch ein wunderbares gezinktes Casino, wo man nur gewinnen kann. Goldman Sachs deswegen jetzt die Prognose für den S&P 500 auf 5000 angehoben bis zum Jahresende. Man glaubt hier an einen Ausbruch und auch alle anderen spielen mit, etwa Hausbesitzer in den USA. Die leihen sich jetzt oder beleihen ihre eigene Immobilie so stark wie kurz vor Platzen der US-Immobilienblase nicht mehr. Und was machen sie damit? Sie nehmen das Geld, das sie da als Kredit aufnehmen, indem sie ihr Haus faktisch beleihen für Renovierungen des Hauses. Das macht ja durchaus Sinn, um den Wert irgendwie zu erhalten. Aber sie zocken auch massiv an den Märkten, indem sie Aktien dafür kaufen. Jetzt könnte ja irgendwann vielleicht mal die Situation eintreten, wie damals in der Finanzkrise, dass die Immobilienpreise fallen, dann auch die Aktien fallen und dann ist die Dunkeltuten, dann wird das Haus weniger wert, dann kommt die Bank, die diesen Kredit gegen Sicherheit des Hauses gegeben hat und sagt, ja, dein Haus ist weniger wert, wir brauchen mehr Geld. Jetzt hat derjenige aber Aktien gekauft, die sind dann auch weniger wert. Und dann ist sofort dieser Domino-Effekt am Start, der so hoch riskant ist. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und solange es gut geht, wollen alle mitspielen. Das ist das große Thema. Aber manche, denen wird schon ein bisschen mulmig, so wie etwa BlackRock's Rick Rieder. BlackRock ja ein sehr kleines amerikanisches Finanzunternehmen, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, oder auch Mohammed Al-Erdian von der Allianz, die sagen, das ist systemisch extrem gefährlich, was da passiert, aber diese Mahner, die werden überhört, weil das Spiel macht ja Spaß und alle haben Interesse dran, alle wollen doch im Casino gewinnen. Also sind diejenigen, die sagen, das ist nicht gut, was da passiert, das sind Spielverderber, das sind Leute, die es den anderen nicht wohlgesinnt sind, so wie bei mir immer wieder Kommentare kommen, ja, was nützt das denn dem kleinen Anleger, dieses Video, was ich da mache? Nichts nützt es Ihnen, meine Damen und Herren, nichts, null, nada, aber das ist auch gar nicht die Absicht, sondern es geht darum zu verstehen, was abläuft, es geht darum, Strukturen zu zeigen, was jemand mit seinem Geld macht, das ist ihm völlig unbenommen, ob er mitspielt in dem Casino, nicht mitspielt in dem Casino, da habe ich überhaupt keine Meinung dazu. Dementsprechend ist das eben auch nicht Thema meiner Videos. Um das nochmal zu sagen, ich sage es immer wieder, aber ich kriege immer wieder diese Kommentare. Jetzt ist aber ein Thema natürlich das Relevante. Was passiert, wenn diese Inflation nicht so zurückkommt, wie die Notenbanken uns das zu erzählen versuchen? Denn das ist ja die Legitimation dafür, dass sie die Zinsen nicht anheben. Also Zinsen anheben würde bedeuten, Geld wird teurer. Wenn Geld teurer wird, dann kann weniger Party gemacht werden. Wenn weniger Party gemacht wird, geht der Konsum zurück. Wenn der Konsum zurückgeht, sind die Leute insgesamt weniger gut gelaunt. Die Wirtschaft würde dann möglicherweise in eine Rezession fallen. Wie schrecklich, wie schrecklich.
Das gab es schon 500.000 Mal in den letzten 200 Jahren, aber wir sind nicht mehr bereit, es zu ertragen. Aber jetzt spüren die Leute eben, das ist natürlich ein getürktes Spiel. Die New York Fed macht immer Umfragen in Sachen Inflation und wir haben jetzt das höchste Niveau erreicht, das jemals in dieser Umfrage erzielt wurde. Man erwartet jetzt über das nächste Jahr 5,7%. Das ist der höchste Wert, wie gesagt, seit Beginn der Umfrage. Die gibt es seit 2013. Also das ist das große Problem, denn die Fed verliert damit die Kontrolle über die Inflationserwartungen. Denn wenn die Leute Inflation erwarten, dann kaufen sie jetzt, weil sie denken, später wird teurer. Dadurch, dass alle jetzt kaufen, steigen die Preise weiter, weil die Nachfrage eben so stark anzieht. Und dann haben wir die Inflation, eine self-fulfilling prophecy, die Fed jetzt nicht mehr unter Kontrolle hat. Und die Fed gibt das ja indirekt zu, wie heute etwa Clarida, der Fed-Vize, der gerade mal von seinem Trading Desk aufgestanden ist und dann gesagt hat, ja, wir sehen schon das Risiko einer höher als erwarteten Inflation, aber wir sind natürlich sehr weit davon entfernt, die Zinsen anzuheben, an sich ein Widerspruch, wenn ich das Risiko einer sehr starken Inflation sehe oder diese Inflation stärker ist, als ich mir das wünschen kann, dann muss ich dagegen vorgehen. Das ist eigentlich der Eid, wenn man so will, der Notenbanker. Vielleicht so 2023, 2024, sagte der Clarida Bullard, der gute James, der Fed-Chef der St. Louis Fed, hat heute gesagt, ja, ich sehe in 2022 schon zwei Zinsanhebungen und wir haben einen Arbeitsmarkt, der ist so heiß, so eng, wie eigentlich kaum seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also da sagt einer so ein bisschen, was der Fall ist und der andere, der schwurbelt rum und sagt, ja, ne? Wir wollen ja, dass die Party wunderbar weitergeht. James Bullard ist ja Republikaner, war eigentlich in der engeren Auswahl als Fed-Chef damals unter Donald Trump. Als Trump noch am Ruder war, war Bullard nicht so kritisch, erstaunlicherweise. Aber so ist es eben, wie es ist. Dennoch, obwohl alle hier in dieser Partylaune sind, sehen wir, dass der VIX heute steigt. Wir sehen die Aktienmärkte weitgehend unverändert, aber der VIX legt zu, also die Vola. Und wir sehen, wir sind jetzt hier dabei, möglicherweise über wichtige gleitende Durchschnitte zu kommen, nämlich den 10- und den 20-tägigen Durchschnitt. Das könnte eine interessante Entwicklung werden. Und wenn ich das Bild sehe, das ist Marcello Fraccherino. Und jetzt hat schon die Welt darüber geschrieben, Berater der Genossen und neuer Bundesbankchef, bitte nicht. Oh Gott, wenn das passieren würde, meine Damen und Herren, dann würde ich diese Videos nur noch mit der Kotztüte hier absolvieren können. Mal sehen, ob es dazu kommt. Manche spricht dafür. Naja, aber die Frauenquote vielleicht dagegen. Dadurch könnte Isabel Schnabel es werden. Aber die ist nicht viel anders gelagert. Die geht einem nicht nur so furchtbar auf die Nerven. Und jetzt sehen wir hier in Deutschland immer mehr Berichte auch zu Nahrungsmittelpreisinflation, Lebensmittelpreise auf Höchststand. Man sorgt sich um zukünftige Ernten, weil die Dünger eben extrem teuer geworden sind. Und die Madame Lagarde, die sagt, ja, das ist temporary, das ist transitory, denn da ist sie davon überzeugt, weil sie gar keine andere Möglichkeit hat. Und jetzt kommt eben die Frage der Energie noch obendrauf, denn Genosse Putin hat uns doch gesagt, schicke ich wieder Gas durch Ukraine, kannst du wieder schön heizen, aber kommt nichts. Wladimir, wo ist Gas? Kommt nicht. Und da ist jetzt heute dann die Meldung gekommen, Gazprom hat gesagt, ja, wir haben jetzt keine extra Pipelines gebucht. Und so kommt eben in Malno, das ist diese Pipeline, die durch Weißrussland und dann durch Polen geht, kommt nichts an. Und jetzt müssen wir ein bisschen hoffen, dass der Winter nicht so kalt wird. Aber Hauptsache, wir haben natürlich eine Klimaregierung. Das wird uns dann schon so das Herz erwärmen, dass die Temperaturen ohnehin keine Rolle mehr spielen, meine Damen und Herren. Der Artikel hier, Gazprom oder Gaspreis am Scheideweg, hält Putin Wort. Jetzt ist es soweit. Der ist unter dem Video verlinkt. Schauen Sie sich den an. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und viel Spaß im Casino. Bis dann, ciao.